klar bei euch. Bin gerade auf dem Weg, meine Rechnungen zu begleichen bei der Bank erstmal. Ganz, ganz wichtig. Weil bevor es hier weitergeht. Wollen wir direkt mal hier ausrauben, Leute. Kumpel angerufen. Jo, wie sieht's aus? Was machst du? Ah, du, ich geh Treppen steigen. Um diese Uhrzeit oder was? Mir nichts dabei gedacht, meinte er. Der Typ macht gar keinen Sport. Sagt mir so, ja Digga, ich komm mit, ich bin dabei. Alles klar, komm. Sag ich, wo wir gelandet sind, hat er sich richtig aufgeregt. Da hab ich mal was los. Runter. Das bedeutet, was nehme ich mit? Der Weg hoch ist halt ein bisschen anstrengend, macht aber nichts. Könnt auf jeden Fall eine Flasche Wasser mitnehmen. Ich will die Jacke, den Pulli, den kann ich dann oben ausziehen, wenn mir zu warm wird und danach immer noch weiter hoch und runter. Ich will euch mal den Weg zeigen. Jetzt gibt es einmal hier links rum oder rechts rum. Wir wollen natürlich da hoch und ich dachte mir, wir nehmen jetzt einfach mal direkt den Weg komplett durch. Geradeaus. Das waren noch Zeiten, ne? K1 und Bushido zusammen Musik gemacht. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Die meisten denken ja, man kann berghoch joggen. Nein. Gerade wenn man Anfänger ist oder jetzt so wie ich, der ein bis maximal zweimal die Woche laufen geht, einen Berg immer hoch wandern. Jetzt und so hoch, guck mal, ich merke jetzt schon, ich bin jetzt schon außer Puste. Guckt. Ah, ich gehe mal aus der Kamera. Ich mache mich jetzt erstmal warm. Ich denke mal, einige von euch werden die Stelle kennen, wo ich gerade bin. Auf jeden Fall gibt es hier so Bänke. Und da lege ich dann immer meine Sachen hin. Immer locker anfangen und sich dann steigern. Wir sind zwar jetzt noch nicht so mega, mega mäßig hoch, aber man merkt, die Luft ist viel dünner hier oben. Deswegen ganz wichtig, nehmt wirklich Wasser mit, Wechselkleidung mit und geht es am Anfang. Also ich sag mal, ich mache es immer so, dass ich 10-mal hoch und runter laufe. 10-mal ist wirklich hart, richtig hart. Und ich fange immer langsam an und probiere meine Geschwindigkeit von Anfang an zu halten, damit ich es gleichmäßig durchziehen kann. Weil gleichmäßig ist besser für den Körper, anstatt ganz schnell hoch, Pause, ganz schnell runter, wieder hoch, Pause, bringt nichts. Wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt, zeige ich euch am Ende noch die richtig geile Aussicht, die hier go. Ja Mann, lern mal richtig Deutsch, Marvin. Zeige ich euch mal die Aussicht, die man von da oben hat, einfach nur richtig geil. Das war's für heute. Ich bin am Ende. Heute auf AW Sports. Oh mein Gott, wie soll ich das jetzt wieder runterschaffen, ey?